Hi, liebe Schildkrötenfreunde. Es ist Herbst, die Sonne scheint noch, die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen, aber es ist deutlich kühler geworden. Wir müssen die Schildkröten jetzt für den Winterschlaf vorbereiten. Ich möchte euch gerne in einem Vierteiler zeigen, wie ich diese Vorbereitung mache. Das Ganze dauert 4 Wochen. Jede Woche gibt es ein paar Änderungen in dem Schildkrötenfrühbeet und für die Schildkröten, damit sie eben perfekt für den Winterschlaf vorbereitet sind. Also sprich, jede Woche bekommt ihr jetzt ein Schildkrötenvideo dazu. Legen wir los. Als erstes machen wir erstmal das Frühbeet auf und gucken, was die Schildkröten eigentlich gerade treiben. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist den Schildkröten jetzt einfach schon zu kalt. Die sind nicht mehr so aktiv. Ganz da hinten seht ihr eine kleine. Die kleineren sind noch aktiver wie die großen. Machen wir mal noch beim kleinen auf. Hier ist noch ein bisschen Action, soweit man hier natürlich von Action sprechen kann. Heute im ersten Video, sprich Woche 1, passen wir zum einen die Temperaturen. Das erkläre ich euch später noch im Video, wie das genau gestaffelt wird mit den Temperaturen und wie das funktioniert. Wir tauschen die Erde in den Überwinterungsboxen ein bisschen aus, dass die frisch ist, locker ist die Erde. Und wir sammeln noch ein bisschen Laub. Legen wir mal los und holen erstmal die Erde aus dem Auto. Was verwende ich für Erde? Die hier zum ersten Mal. Die ist von der Firma Flora Gard. Die hat 2 Schildkrötenerden, eigentlich sogar 3. Ursprünglich gab es früher mal von denen, die nannte sich Floraton oder so ähnlich. Das ist eine Erde, die kann man für Schildkröten nehmen, ist aber leicht gedüngt, würde ich nicht empfehlen. War damals die einzige, die es zu kaufen gab. Dann gibt es die 20 Liter Version hier. Das ist eine eigene Erde, eine eigene Sorte. Und es gibt noch eine 50 Liter Version. Die 50 Liter und die 20 Liter Version sind wirklich für Schildkröten geeignet. Da ist auch kein Dünger drin, also gar nichts in dem Bereich. Sind aber wirklich auch 2 verschiedene Sorten. Also wenn ihr die mal nebeneinander legt, die Erden, ausgepackt natürlich, werdet ihr feststellen, die ist von der Struktur und von der Haptik auch ganz anders da. Also ich bin mit der 50 Liter nie wirklich zufrieden gewesen. Mag es euch auch gar nicht empfehlen. Die könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Die ist ungefährlich, alles in Ordnung. Aber ich finde sie nicht wirklich gut. Deswegen probiere ich jetzt mal die 20 Liter aus. Die ist aber auch nicht optimal, weil in beiden ist Torf drin. Ihr wisst ja, Thema Torf ist immer schwierig. Das sollte man meiden, wenn möglich, wegen der Natur. Es gibt aktuell aber keine Schildkröten geeignete Erde zum Kaufen, die torffrei ist. Aber vielleicht kommt da ja in naher Zukunft mal was Neues ohne Torf. Irgendwas habe ich im Auge. So, jetzt geht's wieder. Also, ich probiere die 20 Liter aus. Die ist, denke ich mal, besser als die 50 Liter Variante, weil die so ein bisschen, die hat für mich eher die Tendenz zu so einer richtigen Gartenerde. Die 50 Liter Version, das ist, schaut es euch mal an, also ich finde sie nicht so gut. Das Optimale an Erde ist natürlich ganz einfache Gartenerde, wenn ihr davon ausreichend im Garten zur Verfügung habt und eure Überwinterungsboxen damit zu füllen. Ich habe die Möglichkeit hier nicht, weil wir in vielen Stellen im Garten sehr lehmhaltige Erde haben. Da können sich die Schildkröten nicht eingraben. Die ist dauerhaft zu feucht, die ist nicht locker, die ist schlecht für Schildkröten. Die solltet ihr auch nicht nehmen, wenn ihr auch lehmhaltige Erde habt. Wenn ihr eine gute Gartenerde habt, auf jeden Fall ist diese einer gekauften Erde vorzuziehen. Ihr könnt aber halt sonst nichts fertig kaufen, außer mir sind wirklich nur diese Erden der Firma Flora Gard bekannt. Das ist keine Werbung, wie gesagt, ich bin ja selbst nicht so überzeugt von, aber meines Wissens die einzige, die man kaufen kann. Normale Terrarienerde würde ich auch nicht nehmen, da sind oft Sachen drin, die sind für Schildkröten auch nicht gut. Gerade Hölzer und Mulchsachen, Rindmulch und so, das ist alles nichts für Schildkröten. Alternativ könnt ihr auch gucken, wenn ihr am Feld wohnt, ob da Maulwurfshügel sind. Maulwurfshügelerde ist auch sehr gut geeignet, aber auch nur, wenn diese eben nicht zu lehmhaltig ist. Ich tausche die Erde in meinen Überwinterungsboxen auch nie komplett aus. Ich nehme immer jedes Jahr ein Stückel raus, das habe ich dieses Jahr schon gemacht im Frühjahr, und fülle dann eben vom Winterschlaf wieder frische Erde mit ein und mische die unter, dass immer so ein bisschen frische Erde auch mit drin ist. Ich zeige euch das Ganze mit der Erde jetzt mal an einem Beispiel. Ich habe ja mehrere dieser Schlafhäuschen der Schildkröten. Darunter sind die Überwinterungsboxen eingegraben. Ich zeige euch das jetzt an dieser einen Stelle, wie ich das mache, und mache später dann noch die anderen nach. Da hinten haben wir Littlefoot.
Ihr seht, die sind kaum noch aktiv. Achtung, Littlefoot. Wir müssen hier mal ein bisschen euer Winterquartier frisch machen. So. Ja, schaut mal. Littlefoot. Die sind auch schon ganz kalt. Das ist völlig in Ordnung. Aber ihr seht, die sind auch nicht mehr so aktiv, sehen ganz müde aus. Das ist einfach der Stoffwechsel bei den Tieren. So, dann tun wir dich mal kurz zur Seite. Hoppa. Schnecke habe ich auch noch gefunden, die tun wir weg, sonst wird sie von Schildkröten vielleicht noch gegessen. Bei den Schildkröten ist es wirklich so, unter 20 Grad ist bei denen wirklich mit der Aktivität so langsam dann mal Ruhe. Dann werden die immer ruhiger. Schildkröten brauchen schon 23, 25 Grad Minimum, damit denen ihr Stoffwechsel überhaupt richtig arbeitet. Und wenn es da eben mal drunter geht und erst recht unter 20 Grad, da ist alles nur noch ganz gemächlich und langsam bei denen. Ich nehme dann einfach so eine einfache Grabgabel hier, locker die vorhandene Erde ein bisschen auf. Die ist auch schon von Haus aus sehr locker, weil ich das ja jedes Jahr mache. Aber die Schildkröten sollen sich hier natürlich angenehm eingraben können. Ich habe hier übrigens auch, seht ihr ja vielleicht, ich habe hier natürlich auch normale Gartenerde mit drin. Das ist nicht nur die gekaufte. Ich reiche die normale Gartenerde immer mit der gekauften wieder neu an. Ich mische jetzt die frische Erde unter die aufgelockerte hier unter. 2 Sack, sprich 40 Liter, das sollte ausreichen. Und dann ist das Thema Erde auch schon erledigt. Ich habe einen Fehler gemacht bei dem Bau von dem Frühbeet hier. Und zwar habe ich diese Überwinterungskästen hier, habe ich unten rein Plastikwannen, also so Aufbewahrungsplastikwannen, die man im Baumarkt bekommt. Lebensmittelwannen werden die auch genannt, reingemacht. Ich weiß nicht mehr, warum ich es gemacht habe. Irgendwas habe ich mir damals bei gedacht, aber es ist echt scheiße. Weil das sind mehrere, die sind vielleicht so groß und die sind aneinandergereiht. Und diese Kanten und Wände könnten die Schildkröten beim Eingraben stören. Also das ist nicht optimal. Es hat jetzt die letzten Jahre immer geklappt, keine Probleme. Aber die werde ich nächstes Jahr rausholen, damit es eine Fläche ist ohne diesen Plastikmist da drin. Man lernt nie aus. Ihr könnt auch mal die Erde anschauen. Die ist schön feinkrümelig. Die ist okay, die Erde. Wie gesagt, ich kann sie nicht als wirklich gut heißen. Sie ist okay. Für Schildkröten nicht schädlich. Alles, wie gesagt, okay. Aber es ist eine Notlösung, wenn man sonst nichts anderes Gutes hat. Die lockern wir dann natürlich auch noch auf. Die frische Erde, die ist ja gepresst in dem Sack, deswegen sind es teilweise so Klumpen, aber die lassen sich leicht auflockern. Dann verteilen wir die schön, ein wenig einarbeiten. Klappe zu, Affe tot. Kein Affe tot, auch keine Schildkröte, um Himmels Willen, toi toi toi. Den Rest mache ich allein, da müsst ihr nicht so gucken, ist ja immer dasselbe. Wir gehen mal weiter zum Laub. Schaut her. Und das ist unser Spender. Von dem Baum nehme ich das Laub. Das ist eine Hainbuche und das Laub ist sehr gut geeignet. Ich habe gestern schon ein bisschen Laub zusammengekehrt. Hier auf der Treppe nehme ich jetzt auch noch das Laub. Das sammle ich. Das brauchen wir alles für die Schildkröten. Ganz wichtig. So sieht es aus der Nähe aus. Hainbuchenlaub. Buchenlaub ist generell sehr gut geeignet, weil es einfach nicht so schnell verrottet. Es hält sich sehr lange und fängt dann eben nicht an zu kompostieren, weil das wollen wir nicht, weil schließlich schlafen unsere Schildkröten da drin. Hier sammle ich schon mal das ganze Laub, was wir dann die nächsten 4 Wochen zum Einwintern benötigen. Hier steht es überdacht, kann ein bisschen antrocknen und wird er nicht zu nass im Regen. Bevor wir jetzt hier in die technischen Sachen gehen, ich blende euch auch mal noch kurz ein, welches Laub zum Einwintern von Schildkröten geeignet ist. Was ich euch nicht empfehlen kann, was ich letztes Jahr ausnahmsweise verwendet habe, weil der Baum bzw. der Wind das ganze Laub hier weggeweht hat, habe ich Stroh genommen das letzte Mal, letzten Winter, und ich habe damit überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Erstens hat es total geschimmelt, was man Stroh ja eigentlich überhaupt nicht nachsagt, aber es hat trotzdem geschimmelt, obwohl ich da keine Feuchtigkeit eingebracht habe. Und die Schildkröten hatten an ihren Panzern auch komische Ablagerungen. Das hatte ich noch nie. Also ich fand es am Anfang nicht schlecht, aber nehmt lieber keinen Stroh, versucht Laub zu kriegen. Zur Technik.
Woche Nummer 1 stellen wir ein, dass die Temperatur hier in meinem Frühbeet nicht unter 13 Grad fällt tagsüber. Nachts ist nicht schlimm, wir haben nur nicht so kalt, da gibt es auch noch keinen Frost und gar nichts. Die Nachttemperaturen kann man so lassen, wie sie sind, zumal speichert das Frühbeet hier auch die Wärme vom Tag. Das ist alles in Ordnung, hier muss man noch keine Nachtfrostwächtertemperatur einstellen. Ich habe hier aktuell eine Gebläseheizung drin, die wird später dann noch ersetzt, das zeige ich euch aber die nächsten Wochen dann einfach. Und die Lampen leuchten hier dann aktuell auch, wenn die Heizung läuft. Also sprich, wenn es unter 13 Grad gibt, geht diese Heizung an und diese Lampen bis, sage ich mal, wieder leicht über 13 Grad sind und dann geht es wieder aus. Dafür gibt es sogenannte Thermostate bzw. Thermotimer. Ich habe hier einen angeschlossen, hier habe ich noch einen in der Hand. Ich habe auch schon wahnsinnig viel andere verwendet. Dazu mache ich euch aber mal wirklich ein extra Video, in dem ich euch zeige, was taugt und was nichts taugt. Weil es gibt wirklich mega viel Schrott und auch echt viel Probleme, was viele Schildkrötenhalter gar nicht wissen und wundern sich dann, warum die Geräte plötzlich nicht mehr funktionieren. Ich habe da bei den Herstellern teilweise nachgefragt und habe wirklich interessante Infos für euch. Ich baue diese ganze Verkabelung bei mir hier ja auch komplett neu, habe jetzt auch neue Geräte gefunden. Das stelle ich euch aber, wie gesagt, alles mal in einem extra Video vor. Deswegen verpasst unbedingt die nächsten Schildkrötenvideos, also sprich die nächsten 3 bis 4 Wochen nicht. Abonniert am besten meinen Kanal, dann werdet ihr immer informiert, wenn ihr die Glocke auch aktiviert, wenn ein neues Video rauskommt, weil ich kann euch jetzt natürlich noch nicht genau den Tag sagen, wann die Videos dann kommen. Aber versprochen, zur Technik, den Gerätschaften kommt ein extra Video. Das war Woche 1 von Woche 4 für die Vorbereitung der Schildkröteneinwinderung. Schaltet das nächste Mal unbedingt auch wieder ein für die nächsten Informationen, wie es weitergeht mit der Vorbereitung. Und eine letzte Bitte, ein gut gemeinter Rat noch von mir, aus Erfahrung und auch aus Wissen, was ich mir angeeignet habe. Bitte, bitte badet eure Schildkröten nicht vor der Einwinderung. Das ist überhaupt nicht nötig. Stellt ihnen einfach Wasserbademöglichkeiten, Schalen, einen flachen Untersetzer oder irgendwas mit Wasser gefüllt hin. Das machen die Tiere, wenn sie es für nötig halten, von ganz alleine. In der Natur badet sie auch niemand gezwungen. Das ist Zwangsbaden, wenn man das macht. Und ich halte das nicht nur für unnötig, ich halte es tatsächlich auch für gefährlich. Ihr könnt da gerne mal googeln. Das ist nicht gut, wenn der Darm bzw. die Kloaken der Schildkröten durch dieses Zwangsbaden vor der Winterstarre gereinigt bzw. durch das Wasser beeinflusst und teilweise geleert werden. Macht es bitte nicht, das tut den Schildkröten nicht gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, euer Jonas.